Ja, und er war ja nicht der Einzige. Das ist nur so ein besonders Ja, drastisches zum Beispiel, ne? Alkoholmissbrauch veranlasst. Das, was Diktatur bedeutet, darf nicht verloren gehen in der Erinnerung, weil ansonsten wir die Freiheit gar nicht mehr ausreichend zu schätzen wissen. Freiheit und Demokratie müssen eben immer wieder auch erarbeitet werden. Wenn ich es daran ablese, wie groß das Interesse an den Akten ist, dass Leute immer noch kommen und ihre Akten sehen wollen, dann ist das Interesse ungebrochen groß. Es geht auch in die Breite. Also es betrifft jetzt nicht nur Opfer im engeren Sinne, Leute, die Haftstrafen hatten, die zersetzt worden sind, sondern auch andere, die vielleicht über viele Jahre ausgespäht wurden, abgehört wurden, beobachtet wurden, wollen wissen, wie hat die Stasi versucht, in mein Leben einzugreifen. Ja, das ist wichtig, die Technik der Staatssicherheit zu beschreiben, die hier versucht hat, Menschen, die keine Kriminellen waren, zu kriminalisieren, die sie zu langjährigen Haftstrafen verurteilt hat, weil sie einfach Gegner dieses Staates waren. Ja. Und das muss der nachwachsenden Generation zur Kenntnis gebracht werden. Gerade die ehemals Inhaftierten sind eben auch sehr unzufrieden, was wir aus dem Mauerfall gemacht haben. Die Täter sind im Regelfall nicht bestraft worden. Der Gefängnischef von Hohenschönhausen wohnt hier ein paar Straßen weiter und sein Personal hier in der Umgebung. Die Opfer sind sehr unzureichend entschädigt worden. Und die verantwortliche Partei für das Ganze sitzt heute im Bundestag unter anderem Namen. Das ist keine gute Bilanz.